Ich erlebe immer wieder Patienten, die berichten von einer Unverträglichkeit auf Tomaten. Und die Frage, die sich dann oft stellt, ist: Ist es tatsächlich die Tomate auf der Pizza, die das Problem verursacht, oder könnte es eine andere Ursache haben? Natürlich kommt bei Unverträglichkeit von Pizza anderes als Tomate auch in Frage, wie zum Beispiel die Gewürzkräuter, die auf der Pizza sind, oder auch das Weizenmehl in der Pizza. Aber es gibt sehr wohl auch Tomatenallergien. Tomatenallergien können entweder im Zusammenhang mit einer Inhalationsallergie stehen. Hier sind das dann sogenannte sekundäre Nahrungsmittelallergien, die Unverträglichkeiten vor allen Dingen von rohen Tomaten machen und einhergehen mit einem Prickeln im Mundbereich, Schmerzen im Bauchbereich, gegebenenfalls ein wenig Durchfall. Diese Reaktionen verschwinden aber dann, wenn die Tomaten nicht roh genossen werden, sondern verkocht werden oder getrocknet werden. Also hier hilft jede Art von Weiterverarbeitung, um die Allergenität der Tomaten zu reduzieren. Anders verhält es sich allerdings, wenn Sie unter einer primären Tomatenallergie leiden, die vor allen Dingen im mediterranen Raum ein wesentlicher Faktor sein kann. Hier sind andere Allergene dafür verantwortlich. Hier in allererster Lipidtransferproteine, die wir auch in anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln, vor allen Dingen bei mediterraner Bevölkerung, als wesentliche Auslöser von Nahrungsmittelallergien finden. Hier können durchaus auch schwerere Reaktionen passieren, die bis hin zur anaphylaktischen Reaktion gehen. Und für Sie als Betroffener ist es dann wichtig zu differenzieren: Hilft es, wenn ich Tomaten koche? Kann ich sie in verkochter Form, zum Beispiel in einer Tomatensauce, essen? Oder bleiben sie unverträglich in jeder Form? Wenn sie unverträglich bleiben in jeder Form, auch in verkochter oder getrockneter Form, dann bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als Tomaten zu meiden oder zur Not zu einer antiallergischen Therapie, die ihnen ihr Arzt verordnet, zu greifen. Die Frage, die sich natürlich noch stellt, ist die, ob es hypoallergene Tomatensorten gibt. Wenn wir uns die biologische Funktion der Allergene betrachten, um die es hier geht, dann sind das alles Allergene, die die Pflanze schützen. Also entweder bei pflanzlichem Stress im Zuge von Luftverschmutzung, Ernährungsmangel, also Wassermangel, oder als antimikrobieller Schutz gebildet werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Tomaten voll ausgereift geerntet werden, lange der Sonne ausgesetzt waren, dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie hier relativ hohe Allergengehalte vorfinden. Das heißt, schöne, saftige, dunkelrote Tomaten werden wahrscheinlich mehr dieser Allergene enthalten als unreif geerntete Tomaten. Das kann möglicherweise eine Hilfestellung sein bei der Entscheidung.